Ich dachte mir mit 20 Jahren, um Gottes Willen, wenn ich jetzt anfange zu studieren, damals wollte ich Biologie studieren, dann bin ich mit Mitte 20 mit dem Studium fertig und heirate, kriege Kinder, dann ist das Leben gelaufen. Ich habe in der Schule für lernbehinderte Kinder gearbeitet. Das war eine kleine Schule von der 1. bis zur 9. Klasse. Die meisten von den Schülerinnen und Schülern haben eine Lernbehinderung, sind auch teilweise schwierig im Umgang. Ich habe die Mittagsaufsicht übernommen für die Klasse und nachmittags war ich in der sozialpädagogischen Tagesgruppe. Es ist einfach eine Erziehungsarbeit quasi. Ich bin der Erste, der in meiner Familie studiert hat. Das heißt, da haben wir auch jetzt wenig Vorbilder in meiner eigenen Familie, dass ich gesagt habe, da ist jemand, der hat die Karriere eingeschlagen, die ich mir vorstellen könnte. Ich habe angefangen, 97 zu studieren und 3 Wochen später gingen die Studierendenproteste los. Ich habe damals noch in Bonn demonstriert und 3 Monate später in Berlin. Hallo München! Ich habe mich schon immer eingemischt, weil ich mir dachte, irgendwie will ich das nicht einfach so hinnehmen und einfach nur mich darüber ärgern, was da los ist, sondern ich will dann schon auch mitentscheiden und irgendwie da mitmischen. Was mir in den Grünen gefällt, ist einerseits, dass wir das auch umsetzen, was wir vorgeben. Ich muss mich bei den Grünen nicht erklären. Ich muss nicht erklären, weshalb ich es für wichtig erachte, dass wir eine formelle Frauenquote haben. Wir hier sind zu Hause privat Naturstromkunden. Das ist teurer. Das ist sehr anstrengend manchmal, aber trotzdem machen wir es. Ich gehe ja gern bergsteigen. Es erdet mich ein bisschen. Da bin ich mit allen Sinnen dabei. Und das ist was mir im Alltag, glaube ich, auch hilft oder was mir gut tut, wo ich mir manchmal denke, hey, auch wenn es jetzt etwas Unangenehmes ist, dann weiß ich doch, dass ich schon andere Situationen gemeistert habe. Das Herausfordernde finde ich dabei, dass es so ernst ist. Ich muss, wenn ich mich in die Situation hineinbegeben habe, im Vorfeld schon die Entscheidung getroffen haben und vorbereitet sein, dass es alles richtig ist, dass ich das alles kann, dass ich der Situation gewachsen bin.